Liebe Sportfreunde, werte Gäste, wir schreiben den 13. Punktspieltag und heute ist Derby-Tag im Waldstadion hier in Sebnitz. Wir begrüßen ganz herzlich die Sportfreunde von SSV Neustadt Sachsen ganz herzlich und natürlich auch die mitgereisten Zuschauer. Ich nehme an, der Hang hier oben wird sich noch füllen, denn so ein Spiel zeigt doch immer großes Zuschauerinteresse. In diesem Sinne, auf geht's, Sebnitz Jung. Assistiert wird er an den Linien von Ralf Heinz und Patrick Donner. Sponsor zum heutigen Ortsderby ist die Volksbankfirma EG, die Genossenschaftsbank mit einem ihrer Slogan: Wir gehören unseren Mitgliedern. Mit einer 2:0-Führung für den BSV 68 Sebnitz geht es in die Kabinen. Sebnitz freuen und dürfen uns jetzt schon bedanken bei den vielen Zuschauern, die heute gekommen sind, bei den 192 Zuschauern zum Derby. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Im Kassenhäuschen werden kleine Bons ausgegeben. Das ist eine Geste von unserer ersten Männermannschaft. Sie möchten sich damit ganz, ganz herzlich bei den treuen Fans, bei den Zuschauern bedanken. Für diesen Bon gibt es einen Glühwein an den einzelnen Ständen gratis. Oh!
76. Spielminute. Das 3:0 für den BSV unter 60. Und was für ein Tor. Erzielt von unserer Tier, Gerrit Hahnel. Nicht nur der Abpfiff für das heutige Spiel, für das Derby. Sebnitz gewinnt mit 3:0 gegen SSV und Neustadt Sachsen. Der BSV 68 Sebnitz Abteilung Fußball bedankt sich nochmals bei allen treuen Zuschauern, bei den treuen Fans. Nicht nur bei Heimspielen, auch bei den Auswärtsspielen, wenn die Fans mitgereist waren. Sie waren immer eine Stütze und Unterstützung für unsere Jungs. Ich sage im Sinne unserer Jungs, unserer ersten Mannschaft, nochmals schöne Weihnachten, besinnliche Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe und wünsche, dass wir uns im neuen Jahr am 9.3. hier zu Hause beim ersten Heimspiel gegen SV Chemie Donau wiedersehen. Und wie immer sage ich Tschüss. Wir bedanken uns nochmal für das Geleistete von euch und wir halten weiterhin zur Stange für euch.